Jetzt, wo wir das Kolier gefunden haben von Erona, können wir sie aus ihrem Haus rauslocken. Genau, bringen wir es hier. Und dann wird sie uns hoffentlich helfen, in diesen großen Baum hineinzukommen, denn der kleine Fratz, der vorhin da war, der wollte nicht, dass Mario ihm hilft im großen Baum. Ein großes Hin und Her. Aber das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, dass wir jetzt Erona helfen können. Und sie sich uns zeigt. Oh je, wo ist denn mein Collier? Meine Halskette, ich will nicht sie jemals wiedersehen. Ich hab sie. Oh, ich hab's wirklich gefunden. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir zu peinlich, euch ohne dieses Collier unter die Augen zu treten. Bitte legt das Collier vor die Tür und warte einen Moment. Okay. Ich hätte es auch unter die Tür geschoben, aber okay. Oh, da bist du ja wieder. Mein teuerstes, schönstes, liebstes Collier. Was geht denn jetzt ab? Disco-Kugel! Oh my! Oh, 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 oh my! Oh. Mama mia! Oh, und du musst Mario sein, der Retter meines Colliers. Ach, was für ein verwegener Held. Ich? Wie kann ich dir nur jemals danken? Oh, lass mich dich in meine Arme schließen. Warte mal, das kam schon keine gute Idee. Und dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. Was soll er? Oh. Oh. Oh, er geniert sich. Wie süß. Nein! Aber du sagtest etwas von Sternenwind, nach denen du suchst, Mario. Sind das etwa die gleichen, von denen in der Rohlinger Legende die Rede ist? Nach schillernden Juwelen zu suchen. Welch verlockendes Abenteuer. Oh, wie könnte ich in einer solchen Verlockung widerstehen? Und nicht zuletzt, dieser betörende Schnauze hat mir völlig den Kopf verdreht. Boah, warum sind alle weiblichen Charakter so horny auf Mario in diesem Game? Ich bitte dich, Mario, nimm mich bitte auf dein Abenteuer. Ich kann wohl nicht nein sagen. Erona gehört wohl nun auch mit zum Team. Also, was sich die Japaner bei ihrem Design gedacht haben. Also, dass das lizenziert werden muss, also, krass. Aber okay. Dann die folgenden Fähigkeiten. Drücke X und Erona lässt ihre Winde wehen, sodass verschiedene Dinge wegfliegen. Ja, natürlich kann sie gut blasen. Naja, klar. Halte X zurück, um das Papier wegzupusten. Ah, sie kann diese kaputten Kanten wegmachen. Gumba! Treffen ihre Winde Gegner, so kann diesen für kurze Zeit schwindig werden. Nach den Gegnern. Okay. Nice. Ja, das kriege ich hin. Alright, interessant. Mal was Neues. Im Kampf kann sie sich mit dem Body Slam auf seinen Gegner werfen. Oh Gott. Das wird immer schlimmer hier. Und mit dem Hurricane alle Gegner wegfegen. Aber Mario, du bist ja ein echter Herzensbrecher. Meine Damen, Erona ist sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Also auf dem großen Baum. Aber mit Erona selber werden wir den geheimen Eingang mit Leichtigkeit finden. Oh, Mario, was machst du denn da? Okay, dann haben wir jetzt wohl einen neuen Partner. Ein Wolkengeist mit einem Körper wie Zuckerwatte. Also ist sie sehr weich? Der Backspalt ist irgendwie ein bisschen cursed. Aber na gut. Na gut. Bin mal gespannt, wie hilfreich sie uns sein wird. Als außerhalb von unserer Mission hier. Also, vom Design her. Ich glaube, es wurde schon alles gesagt. Wow! Ich meine, okay. Kannst du vielleicht die Winde wegwehen? Würde Sinn machen. Das ist sogar ein Item. Das Item will ich haben, Mann! Den Body Slam. Oder was der Gegner fortwählen kann. Das heißt 4 BP ausgeben und dafür müssen wir nicht kämpfen.
Aber wir kriegen ja wahrscheinlich dadurch auch keine XP, oder? Ob sich das lohnt? Oder kriegen wir dafür XP? Wenn ja, wäre das geil. Dann machen wir mal den Body Slam erstmal. Zieh mit dem Cursor auf den Kreis. Boah, ist das sensitiv. Das ist wirklich super schnell. Oh, 3 Schaden? Ne, 2 Schaden war das. Okay. Na, ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, sind alle hinter der Reihe. Jaho, yippie! Können wir den hinteren zumindest auch nochmal kurz schmeicheln. Wow, nicht auf die Bubis. Ich glaub, du hast ein Problem, Mann. Na komm. Und ein bisschen gestylt. Ja, let's go. Ich finde das echt cool, dass die Sternleiste hier viel, viel langsamer aufzuladen ist, aber dafür. Aber dafür sind die Fähigkeiten, die man damit benutzen kann, viel besser und viel interessanter. Das ist ein fair Trade-off, würde ich sagen. Na gut. Wir müssen jetzt hier lang. Ich glaube, hier haben wir die Röhre. Genau, bei dem Händler. Aber erstmal, you got mail. Rat, erstes Gabel. Rohlingen heute. Neueste Nachrichten aus unserer Stadt. Direkt in deine Mailbox. Ärger gab es in der Spielhalle im Westend, nachdem der Arbeiter Gumbaniel S. 30 sich über die hohen Preise beschwert hatte, griff er den kleinen Geldwechselautomaten Palmos 5 täglich an und löste so einen Alarm aus. Danach war Palmos für längere Zeit außer Betrieb und die Spielhalle musste zeitweise geschlossen werden. Palmos äußerte sich zu dem Vorfall wie folgt. Automaten empfinden keinen Schmerz, wenn man sie tritt. Aber mein Stolz, der war verletzt. Auch in der Spielhalle sollten wir uns alle an Regeln halten. Shopping-Detektiv. Hier stellt der Shopping-Detektiv die tollsten Läden der Welt vor. Heute im Visier, der Laden von Barty in Blütenweiler. Seit 20 Jahren Qualität und Tradition. Seit eh und je ist Barty ein stolzer Junggeselle. Aber es heißt, er verstehe sich sehr gut mit Rezeptionisten im Tauthaus. Und der Kommentar des Geschäftsmannes? Wir leben nur einmal. Das muss man genießen. Qualität und faire Preise sind jung und alt bei Barty. Rezepte-Ecke. Einfache Rezepte zum Selbermachen ohne großen Aufwand. Heute steht eine Pilzpfanne aus dem Speisezettel. Auf dem Speisezettel. Schnell gemacht. Man braucht nur einen Pilz. Wäre es bei einem gesunden und nahrhaften Abendessen. Zum Schluss. Danke für Ihr Interesse an unserem Rat. Viel Spaß auch mit der nächsten Ausgabe von Förderverein Rohlingen. Wir haben Werbung bekommen. Toll. Warum habe ich dich durchgelesen? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Selbst wenn man Tim schreibt, ist keine Werbung. Hat man Werbung. Passiert manchmal. Ist dann halt so. Was macht denn der Meister hier? Was geht ab, Meister? Okay, aber ist hier denn irgendwo eine krumme Ecke? Ich puste einfach mal. Wir schauen mal, was passiert. Tatsache. Eingang mit so einem großen Neonschild. Da ist er. Der ist im Eingang. Endlich kann ich hinein. Ja, du kannst da lang, aber ich bestimmt nicht. Diese Puppen sind wirklich bezaubernde kleine Dinge. Du warst auch bezaubernd. Nein, sag mal. Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch bis vor kurzem ein großer Bühnenstar war? Mein Name, Madame Irona, war überall bekannt. Aber die Verruchtheit hinter den Kulissen. Naja, das war die raue Realität. Jedenfalls hatte ich es satt. Und deshalb habe ich mich in den Wald zurückgezogen. Aber diese kleinen Bubus mit ihren unverfälscht reinen Herzen. Sie erinnerten mich daran, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist und dass ich mit meinem reinen Herzen zurück ins Rampenlicht muss. Für diese Erkenntnis bin ich den Bubus unendlich dankbar. Mario, jetzt können wir auch endlich! Hier, ich hab schon rausgeschossen! Von innen lässt sich die Tür ganz leicht öffnen, komm schnell! Zeit, den Bubus seine Dankbarkeit zu erweisen. Gehen wir, Mario. Okay. Let's do this. Wie ist ein Schübelturn aus Mario 65? Haha, ich mache euch alles hier platt. Mach alles hier kaputt. Was ist das denn hier für ein Ding? Hm, komisch. Sonst sind sie eigentlich immer hier. Hallo, Bubuma. Hallo, wo seid ihr? Hallo, zeig ich euch mal. Hallo. Oh, da kommt jemand. Aber leider nicht die, die wir erwarten. Oh. Wer seid denn ihr? Wie seid ihr reingekommen? Hey, warte mal. Das ist doch dieser Mario, den wir suchen.
Reicht jetzt? Dann knöpfen wir uns doch direkt mal vor. Aber wir haben Anweisungen von Oberst Crucellus, sofort zu melden, wenn wir ihn sehen. Denk doch mal nach, Trottel. Wenn wir ihn fertig machen, dann streichen wir den Ruhm ein. Ja, hast du eigentlich auch recht. Also los, auf ihn! Und los! Okay, so soll es also weitergehen. Wie ihr wollt. Ist euer Verlust. Ich sag's ja nur. Sombrina, wir brauchen kurz eine Hilfe. Scan die mal bitte vor uns, bevor wir sie angreifen. So viel Info wie zum Gegner bekommen vor dem Kampf, desto besser ist der Kampf. Was ist ein Fußsoldat? Hier steht, sie gehören zur Organisation der Kursion. Und sie stehen wohl am untersten Ende der Hierarchie. Das ist nice Azubis, okay. 4 KP, 3 angefreite Verteidigung. Im Kampf verwenden sie gerne Kraftpunsch, um größer zu werden. Also aufgepasst, versuchen wir schnell mit diesem Kerl aufzuräumen. Verstehe. Was macht er? Oh, warum die Nase, Mann? Die haben voll die lustigen Soundeffekte. Brim, brim, brim. Geil. Verdammt, mach es gleich down. Ist absolut gar nicht mehr gut hier. Okay, wir schrumpfen sie erstmal mit Mario. Schön, minus 2. Und wir wechseln mal aus auf Erona. Ne, machen wir nicht. Sie können doch eigentlich auch angreifen. Ja doch. Wir haben noch 2 Feuerblumen. Setz mal eine ein. Angriff! Ein bisschen daneben, aber zählt trotzdem. Okay. Und du? Ach Mann, ich treffe das nicht. Gar nicht gut. Aber ist in Ordnung. Der Erdbeben macht sie platt! Boah, ist immer episch, wenn Mario noch da hochspringt. Oh, noch einen coolen Backflip. Yeah, Mann! Oh, yeah! Das Publikum ist außer Rand und Band. Wo auch immer sie jetzt gerade herkam, war eigentlich gerade in einem Baum, wo niemand hinkommt, aber okay. Skandalöse Niederlage, aber das nächste Mal kriegen wir dich bestimmt. Und jetzt haben wir Oberst Crucellus Bericht erstatten. Nicht gut, wir wurden erwischt. Wie du fertig gemacht hast, Mario. Unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen alle sind. Vielleicht sind sie ja gar nicht mehr hier. Ha, warte mal. Wieso meinst du, in der Welt versteckst du dich denn da? Komm raus, ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Okay. Oh, ist der riesig! Geht so, aber danke. Dieser bärtige Riese wird uns bestimmt alle auffressen. Oh, du? Sind da noch mehr von uns? Ja. So riesig, sehr dubios, ein Monster gefährlich, dieser Bart hat Angst, so stark. Hab doch keine Angst, Mario ist unser Freund. Er wird alle Gegner fertig machen, genau wie die beiden eben. Jetzt trauen sie uns. Also, darf ich vorstellen, Mario. Halt! Woher sollen wir wissen, ob er wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ein Spion, den diese Typen geschickt haben. Was redest du da, Bubulas? Mario gehört nicht zu denen. Er will uns helfen. Wir alle zusammen können diesen Typen verjagen. Und dann wird dieser schöne, große Baum endlich wieder uns gehören. Halt dich doch mal an, Bubulio. Du spielst dich hier wie der große Anführer auf. Du hast doch keine Ahnung, was hier passiert ist, seitdem du weg warst. Okay. Was ist denn passiert? Hau mal raus. Und wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind die anderen? Die sind gefangen genommen worden. Von denen. Die haben alle. Auch Bubuma. Und deine Schwester. Was? Bubulia? Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch. Sie haben sie alle mitgenommen. Und nur weil wir ihnen nichts über irgendwelche Juwelen sagen konnten. Keine Ahnung, wovon die da gesprochen haben. Ah, Bubulia. Wir müssen ihnen helfen. Wir alle zusammen. Was soll das? Wir haben doch eh keine Chance. Daran wird auch dieses bärtige Original nichts ändern können. Wie der so nach hinten guckt. Wie kann sie nur so reden? Wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen könnten jeden schlagen. Kannst du gar reden. Deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Du scheinst ja sehr überzeugt von dem zu sein, was du da redest. Soll uns dieser bärtige Wicht doch mal zeigen, was er kann, ja? Also, wenn du und dieser Schnauzertyp es schafft, die anderen zu befreien, dann bin ich auch bereit, euch dann auch zu helfen. Aber dazu wird es sowieso nicht kommen. Und ob es dazu kommen wird, ja? Oder Mario? Gehen wir. Wir werden sie befreien. Ja, wir werden sie ihnen zeigen. Hör mal was. Unglaublich, was es in diesem Baum zu sehen gibt. Schau dir diese seltsame Statue. Bestimmt eine antike Bubu-Skulptur. Wie lange mögen die Bubus wohl schon in diesem Baum leben? Für mich als Archäologin ist dieser Baum wirklich hochinteressant. Das glaube ich dir.
Das ist Bubulas. Er ist viel größer als die anderen Bubus. Ja, ein bisschen mehr gegessen. Aber deshalb muss er doch nicht gleich so arrogant sein, oder? Ja, eben. Aber okay, da haben sich jetzt alle wieder versteckt. Soll ich mich heilen? Mario macht keinen guten Eindruck. Ich glaube, ich zahle jetzt mal die Gebühr. 8 Cent zum Vollheilen. Ja. Durch Sprünge gegen diesen Herzblock werden Mario und seine Mitschreiter erfrischt. Alles wird vollkommen aufgefüllt. Also KP und BP. Das klappt allerdings nicht, wenn Mario nicht genug Münzen hat oder die KP und BP schon aufgefüllt sind. Okay. Dankeschön, sehr gut zu wissen. Und wir machen direkt weiter, würde ich sagen. Kann ich da rein? Keine Chance, dass sie nicht öffnen. Okay, aber hier ist doch bestimmt eine Röhre, oder? Yes. Auf zum Baum hinauf. Jump, jump, jump. Okay, was haben wir denn hier? 9. 10? 9? Ah, wir brauchen 10 Bubus wahrscheinlich, damit das hier funktioniert. Hier ist, ist das am Boden. Warte, kann das jetzt wegwehen da auf dem Boden? Ich probiere es mal. Ja, verstehe ich falsch. Nee, kann sie nicht. Okay, hätte ja sein können. Schade. Nee, lass sie ruhig mal raus. Warum nicht? Bisschen mit einem neuen Teammitglied rumlaufen. Kann ja auch nicht schaden. Und da war schon wieder ein von diesen Krustillionen. Oder Krutschillionen oder was auch immer. Kraftpunsch erhöht Marius Angriffskraft. Oh, not bad. Können wir einfach mal ausprobieren. Jaha, yippie. Oh Gott, was ist das für einer? Ein vierfacher Fünfenspieler, was soll das denn hier? Gumbrina, ich brauche deine Hilfe. Was ist das da? Nicht da vorne, der Idiot, der da hinten. Ah ja, das wird mal sehen. Das ist ein Krusimat. Diese Dinger werden von den Krustionen hergestellt. 3 KP für Angriff, keine Verteidigung. Wenn sich Mini-Krusimaten in der Nähe befinden, werden sie unangreifbar. Also musst du zuerst die Mini-Krusimanten ausschalten. Wer ist nur der Einzige? Oder meint er den anderen Typ da vorne? Oh. Oh. Gar nicht gut. Ah, jetzt sehe ich es ja auch, ja. Muss ich die scannen? Tatsache, die muss ich auch noch scannen. Na gut. Tun wir das. Das ist ein Mini-Krusimat. Maximal 2 von ihnen schützen einen Krusimaten. 1 KP, keine Verteidigung. Diese Dinger sind schuld, wenn Attacken auf einen Krusimaten wirkungslos verpuffen. Mach sie fertig, bevor du einen Krusimaten angreifst. Erona hilft bestimmt gerne. Echt? Okay. Tue ich gleich. Ich möchte auf jeden Fall erstmal den da hinten verjagen. Jaha! Yippie! Yahoo! Oh, schade. Ich hab den vorderen besiegen. Das ist natürlich doof. Nein, verdammt! Mann, kann das nicht. Oh, 5 Schaden! Boah. Jetzt fängt das Spiel eigentlich mal an, schwer zu werden, glaube ich. Und natürlich direkt wieder 9. Boah, ist das nervig. Okay. Okay. Wir wechseln auf Erona. Und sie macht ihren Body Slam. Ja, obwohl der Kraft aber immer ein an. Ist endlich kacke. Weht die Gegner fort. Probieren wir es mal aus. Und drücken, und drücken, und drücken, und drücken, und drücken. Ah, so ist das gemeint. Damit kann sie die kleinen Viecher wegwehen. Stehe. Boah, 4 Schaden, obwohl ich geblockt habe. Mist. Gibt es auch nicht noch so einen kleinen Vieh? Doch, natürlich macht er das. Kacke. Okay. Body Slam da drauf. Das Ding. Da. Platsch. Wow, wow, wow. Ist ein bisschen doof jetzt, ne? Aber. Ich setze die Feuerblume ein. Das macht 3 Schaden, das Ding zumindest down. Boah, diese Kreuze sind wirklich schwer anzugreifen. Die mag ich gar nicht. Aber okay, wir haben den Kampf gewonnen. Wenn auch nur knapp. Yahoo! Oh yeah! Hä? Was geht denn jetzt ab?
Doppelte Münzen. Verdreifachte Münzen. Ohohoho. Ja, geil. Perfekt. Komm schon. Schade. Nur eine Münze. Das ist wie bei Undertale. Musst du alle ansprechen, kriegst du mehr Münzen. Schade, leider nicht. Wäre aber lustig gewesen, auf jeden Fall. Nee, gegen die will ich nicht kämpfen. Die sind mir zu ärgerlich. Hä, was ist das denn? Ah, das ist ja Bubuma! Bubulio, bist du zurück? Gut siehst du aus. Aber was machst du eigentlich hier, Bubulio? Was ich mache? Na, ich befreie dich natürlich! Ach so, na dann, danke schön. Aber vielleicht solltet ihr erstmal die anderen befreien. Sind die anderen auch hier? Ja, also, Bubulio, mein Bruder. Ah, die anderen sind hier. Bist du es wirklich? Sind die gefangen? Stilpen. Alter, wie viele? Bubulio! Da bist du ja! Bubulio, ich bin froh, dich zu sehen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Es ist selbstverständlich! Und ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Wir werden euch gleich rausholen. Habt noch ein wenig Geduld. Natürlich, wir vertrauen dir, Bubulio. Mario, zuallererst müssen wir die Zellenschlüssel finden. Mhm. Wo könnten die sich nur befinden? Boah. Blau und rot, verstehe. Okay, wahrscheinlich müssen wir gegen den da kämpfen. Ah, die Kisten dahin wahrscheinlich, oder? Oh Mann, ob wir wohl jemals einen von diesen Sternjuwelen finden werden? Diese Bubus, die wir uns geschnappt haben, wissen ja wirklich gar nichts drüber. Oh Mann, ich bin so überarbeitet, ey, mit dem Mindestlohn hier. Ich könnte gerade im Schädel einschlafen. Oh. Puh. Ist das schon wieder die Ratte? Hallihallo, so trifft man sich wieder. Wie bitte? Kennt ihr euch irgendwo her? Oh Mario, was findest du denn an dieser mickrigen Person? Gott, Ladies, gibt mir genug Marios hier. Na also, eigentlich bin ich ja hier, weil es hier tolle Ohren zu finden geben soll. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so ein Stress wird. Boah, Quatsch, schon wieder! Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Schätzchen. Oh, Mario, ich hätte es wissen müssen. Keine Frau kann ihr widerstehen. Wie soll ich das aushalten? Ach, was, hätte ich vergessen? Diese Sternjuwel, was ist das? Muss immer ganz unten in diesem Baum sein. Ich hoffe, du findest es von diesen garstigen Typen. Also pass auf dich auf, mein Superschnauzer. Bis bald. Oh, Mario, mir blutet das Herz. Was für ein Flirt. Was so? Hey, ihr da! Ihr, was hat euch eigentlich einfach von hinten? Das werdet ihr mir büßen! Also, ich weiß nicht, was sie von hinten gemacht hat, aber wir waren das nicht! Okay, er trägt auch ein Item bei sich. Wir müssen ihn schleunigst besiegen! Yahoo! Yippie! Ba-ba-da-baum. Die random irgendwelche Knöpfe drücken scheint manchmal ein Cool zu geben, wodurch wir die Zuschauer glücklich machen. Okay. Die Story hier, Alter, Mario ist wirklich. Also. Ich komme da nicht drauf klar, ey. Na egal, wir haben den roten Schlüssel schon mal gefunden. Und hier ist wahrscheinlich der blaue, oder? Nee, ein Ultrapilz. 50 KP stellt er wieder her. Ja, sehr geil. Spare ich mir für später im Spiel natürlich auf, habe ich ja schon gesagt. Der ist mir zu krass. Als ich ihn jetzt schon benutze. Und ja, dann befreien wir schon mal die Oma hier. Die Bubula heißt sie, glaube ich. Du bist frei, du kannst raus. Bubuma, komm, wir holen dich hier raus. Ist keine gute Idee, dass wir reingehen. Du Trottel, Bubulio, setz dich da hin und hör mir zu. Was, wieso? Hab ich was falsch gemacht? Bubuma, wir wollen dir doch helfen. Was stammelst du darum? Hör mir lieber gut zu, du Grünschnabel. Rennst mir nichts, dir nichts davon und lässt deine kleine Schwester allein zurück. Aber ich wollte nur helfen. Unterbrich mich gefälligst nicht mit deinem hirnlosen Geplapper. Puh. Kein Wunder, dass sich alle für ein Einfallspinsel halten. Puh. Wenn ich daran denke, dass das Schicksal unseres Volkes bald in deinen Händen liegt, nicht auszudenken. Also hör mir gut zu. Eine Stunde später.
Hast du das gewährt? In Zukunft ist Schluss mit solchen Flausen. Ja, Bewohner, ich werde mich bemühen. Bemühen reicht nicht! Wie auch immer, was machst du eigentlich hier, Bebunio? Wie ich dir gesagt habe, werde ich für euch alle befreien. Und zumindest erstmal dich. Sag das doch gleich, worauf warten wir denn dann noch? Oder muss ich mir erst die Gichte holen bei der Kälte hier? Oh Mann, sind die nervig. Und weg ist sie, ganz der alte Bubunga. Na gut, dann. Hä? Seid ihr irgendwie dumm? Ist ja doch dünn genug, um hier einfach durchzulaufen durch die Gitter, hä? Und du, Bubunga, hab doch ein wenig Geduld, ich bin bald zurück. Ich werde dich verhalten, Bubunga. Brauchen wir nicht auch noch den blauen Zeichen, Mario? Lass uns runtergehen und Bubunga fragen, ob sie was weiß und darauf hoffen, dass die Antwort kürzer als eine Stunde ist. Okay. Ich meine, was bleibt mir anderes übrig, ne? Können wir mal runterspringen? Juhu! Ja, das können wir. Okay, das ist halt die Frage, wo ich lang gehe, ne? Ich schätze mal. Hier? Chup, chup, chup. Ich meine, der Papier-Effekt. Das ist super. Hä? Hä, wo ist da keiner hin? Folgt uns gar nicht mehr. Warum folgt er uns nicht mehr? Bin ich hier falsch? Ich dachte, jetzt müssen wir vielleicht wieder mit deinem Kollegen hier reden. Vielleicht auch nicht. Ich versuch's einfach mal. Hey, Bubunio! Hätte nicht gedacht, dass du Bubunio wirklich befreist. Ich hab's dir doch gleich gesagt, oder? Krieg dich wieder ein, ey! Das gibt dir noch lange nicht die Berechtigung, dich so aufzuführen. Und diesem schnauzbeckigen Typen traue ich auch noch immer noch nicht im Weg. Gut, das war für den Anfang nicht schlecht, aber was mit den anderen? Bevor du dich nicht befreit hast, mache ich keinen Finger für dich krumm. Dampfnase! Du kapierst aber auch gar nicht! Die anderen waren ja so schon schlimm, aber jetzt sind sie auch noch mit den Pikatos verbündet. Verbündet. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und unseren Baum zurückerobern! Geht das in deine Matschbirne rein? Was? Die Pikatos und die Eindringlinge sind das Verbündete? Dann haben die vielleicht die Pikatos den blauen Schlüssel. Hört euch das, Bubunas und Bubunio. Ihr werdet den Schauzer da. Wie war dein Name? Caprio oder so? Mario, er ist Mario. Und er ist ein Star, Bubuma. Naja, es wäre egal. Ihr werdet also alle mit diesem Mario und so einem Baum befreien. Alles klar, Bubuma, wenn du meinst. Naja, um ehrlich gesagt, Bubunia ist mir auch nicht gleichgültig. Versuchen wir es also. Alle zusammen. Meine kleinen Bubus, so kenne ich und liebe ich euch. 10 Bubus mehr gehören jetzt zum Team. Also haben wir jetzt 11 Bubus. Ich danke euch allen. Entschuldige bitte, eine Frage hätte ich noch. Wir suchen ein kostbares Juwel in Sternenform. Sagt ihr das irgendwas? Das Sternjuwel? Ich denke, ganz in diesem Baum ist irgendein seltsam gefärbter Edelstein. Unsere Aufgabe ist, darüber zu wachen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. Und die Legende sagt, wir sollen den Stein einem Helm mit drei Herzen geben. Also haben die doch Infos, warum haben die dann alle gelogen zu den Kustionen? Ich meine, es ist gut für uns, aber trotzdem. Vielleicht ist das ja, was ihr meint. Also, Gabriel, ich denke, du bist Held unserer Legende. Dein Herz scheint rein genug zu sein, also kannst du diesen komischen bunten Schein haben. Ich hoffe sehr, dass wir so auch unseren schönen Baum zurückbekommen. Na gut, so das Schein hier wenigstens in den Baum. Oh, yes. Oh, halt, Moment noch. Das Wichtigste hätte ich ja beinahe vergessen. Um das Sternjuwel zu bekommen, musst du zunächst die anderen alle befreien. Du brauchst jeden einzelnen von ihnen, sonst kommst du nicht in die Sternjuwel. Und nimm diesen Bubuwil. Es zeichnet sich als Anführer der Bubus aus. Oha! Jetzt versammelt die Bubus um dich, wenn du es in die entsprechenden Podeste legst. Aber vergiss nie, es sind ja wieder an dich zu nehmen. Sonst können sich die Bubus nicht mehr von der Stelle rühren. Das Ding. Das feiern die, okay. Eine Insignie der Bubu-Führer erhalten von Bubuma. Du kannst es verwenden, um die Bubus zu versammeln. Also mach jetzt erst einmal die anderen befreien. Okay. Ah, noch etwas. Was denn? Verzeih mir, Leute, dann bin ich wirklich vergesslich geworden. Also wenn du auf der Suche nach einem Sternjuwel bist, einige der Bubus verlierst und sie nicht wiederfinden kannst, dann komm hierher. Ich kann dir mit einem Schrei herrufen. Verstanden? Warum machst du es dann nicht jetzt? Naja, ist ja auch egal. Freunde, beim nächsten Mal retten wir die ganzen Bubus und vielleicht finden wir so auch das Sternjuwel. Wer weiß. Puh.
Sieht irgendwie aus, als könnte man auf sie reiten. Also so durch die Lüfte schweben, wie Lucky Lester. Ihr wisst, was ich... Ich geb's auf.